Back from the dead. Ja, willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News und heute soll sich natürlich alles um Ruin drehen, beziehungsweise das neue Event in Anführungsstrichen, was wir bald sehen werden, beziehungsweise diesen neuen Skin, der angeteasert worden ist und ein paar andere kleine Themen. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit den ersten News an. Also um das Ganze mal Revue passieren zu lassen, hier nochmal der Cheat Table sozusagen für die ganze Wochen-Challenges, wer es gestern noch nicht gemacht hat, die sind ja gestern rausgekommen, hat jetzt nochmal die Chance, natürlich die jetzt zu machen, eine Woche lang oder auch ein bisschen länger, aber eine Woche, wenn ihr richtig reinschwitzen wollt und natürlich auch den Woche 7-Skin dann direkt haben wollt, wenn er rauskommt, kommen wir aber gleich nochmal zu. Hier erstmal von Squadding Dog natürlich, könnt gerne mal ein Follow da lassen, Link unten in der Videobeschreibung. Wie immer, wie jede Woche, natürlich perfekt gestaltet hier die ganze Übersicht, wie alles geht. Ansonsten stoppt kurz das Video, macht einen Screenshot, dann habt ihr das auch, falls ihr noch nicht fertig seid. So, bevor wir dann zu dem Thema mit Ruin kommen, hier nochmal ein geiles Konzept, was ich auf Reddit gefunden habe, bei JP Draws, und zwar die Coconut Lady. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oder Hula Lady, finde ich richtig nice, sollte unbedingt ins Spiel kommen, vor allem solange es noch reinpasst. Ich weiß ja nicht, wie lange wir noch dieses, ich sag mal, Piratenpalmen-Dschungel-Theme haben. Da passt sie auf jeden Fall richtig nice rein, meiner Meinung nach, und sollte unbedingt ins Spiel kommen, denn ist ein richtig geiler Skin. Wie das dann komplett aussieht, ist natürlich so dahingestellt. Trotzdem muss ich sagen, Ersteindruck top auf jeden Fall. So, und dann kommen wir auch schon zum Rune-Event. Und zwar habt ihr gestern mitbekommen, ist in den News ja dieser Teaser hier aufgetaucht mit einem nicht so freundlich anschauenden Gesicht, was mich so ein bisschen an einen der Ritter erinnert, Schwarzer Ritter oder Spider-Knight. Und in vollkommener Dunkelheit, so wie es im Hintergrund aussieht, nur seine Augen leuchten. Sieht schon sehr brutal aus auf jeden Fall das Ganze. Und man kann so ein bisschen was von seiner Schulter erkennen, wenn es seine Schulter sein soll oder er hält irgendwas in der Hand. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Viele haben gedacht, okay, vielleicht kommt ein neuer Skin rein jetzt zum Wochenende oder vielleicht sehen wir da irgendwas in der Storyline. Ich denke, dass wir da was sehen werden in der Storyline, dass sich da was entwickeln wird. Denn passend dazu ist nämlich noch was aufgetaucht und zwar das hier. Das ist diese Demon Skull Axe, die aufgetaucht ist, wo ich glaube, dass die dazu passt. Viele Leute glauben auch tatsächlich, dass die dazu passt. Das war auch eigentlich der erste Eindruck, warum alle gedacht haben, der Skin, also dieser Rue Skin, kommt wahrscheinlich in den Shop rein. Denn bei dem letzten Update ist diese Axt hier sozusagen in die Files aufgetaucht für den Item-Shop. Deswegen haben viele gedacht, okay, das steht in Verbindung miteinander, dann kommt der wahrscheinlich auch in den Shop. Sieht auch so aus, als wenn das Ganze irgendwie so zusammengehört. Allerdings glaube ich nicht, dass der in den Shop kommt. Ich glaube, dass das vielleicht selber separat angeboten wird. Wir hatten das ja schon mal, dass wir in Woche 7 bzw. Woche 10 Skin hatten und dann etwas angeboten worden ist zusätzlich zu dem Skin im Item-Shop. Was ich nämlich denke ist, ihr seht hier auf dem Screenshot, unten bei Dust, die haben jetzt die Ausgrabung angefangen. Gestern in meinem News-Video, wer es verpasst hat, sollte sich das auf jeden Fall nochmal anschauen. Da gab es eine kleine kurze Videosequenz, wie das Ganze aussieht, wenn das Ganze fertig ist. Und da ist ja so eine Art Metallbunker, Container, irgendwas ist da auf jeden Fall drunter. Und ich denke, dieser Rune-Skin wird wahrscheinlich da drinne sein. Denn es gibt interessante Audio-Files, die ebenfalls aufgetaucht sind, die jetzt perfekt passen. Ich habe die bisher mal in News nicht mit reingebracht, weil ich noch nicht sicher war, wo die zugehören und weil ich noch nicht ganz schlüssig war, wo die hingehören. Aber ich denke, die passen dazu. Hier nochmal ein Screenshot zu der Dig-Site, also der Ausgrabungsstätte, die wir hatten bei Dusty. Und da war das ja so ähnlich. Wir hatten ja da eine Ausgrabungsstätte und da ist ja kein Geysir gekommen, wie das in Paradise war, sondern alles hat sich mit Lava gefüllt. Und wir sehen tatsächlich, im Hintergrund läuft irgendwas in der Story, dass irgendwas gesucht wird. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass das dann dieser Rune-Skin ist, der jetzt sozusagen erwacht wird und beziehungsweise rauskommt. Aber ich zeige euch jetzt mal eben die Soundfiles, denn ich glaube, die passen perfekt dazu. So, jetzt spiele ich einmal die Soundfiles ab, halt meine Klappe dabei, gefunden bei Kaspar auf Reddit. Ich spiele die jetzt einmal ab, die gehen so circa eine Minute lang und dann hören wir uns danach nochmal wieder. Thank you.
So, da habt ihr die Soundfiles gehört. Ich glaube tatsächlich, dass diese Soundfiles zu diesem Skin gehören, beziehungsweise zu dem Event, was wir vielleicht sehen werden. Weil, wie gesagt, schaut gerne mal mein letztes Video an. Da gab es nochmal diesen Bunker, beziehungsweise diese Metallplatte oder diese Metallbunker, den es unter Loot Lake gibt, der wir dann jetzt in den nächsten Tagen sehen werden. Es kann sogar sein, dass wir jetzt am Wochenende tatsächlich so ein Event sehen. Epic macht das ja gerne mal so samstags. Deswegen haltet auf jeden Fall die Augen auf. Es kann gut sein, dass wir Samstagabend vielleicht tatsächlich ein Event sehen. Sehr interessant auf jeden Fall diese ganze Rune-Geschichte. Obwohl ich glaube, dass diese beiden Sachen zusammenhängen, die Soundfiles und der Rune-Skin, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wie das mit der Story zusammenhängt, mit dem Lava-Ausbruch, mit Ice vs. Fire und Vulkan, Lava und so weiter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, auch mit den Ausgrabungsstätten generell, ob wirklich nach Rune gesucht worden ist oder ob das jetzt eher nur ein Zufall ist, dass der dann dabei gefunden worden ist. Also sehr interessant auf jeden Fall. So oder so wird die Story jetzt so langsam aber sicher immer interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt ja mal gerne eure Theorien unten reinschreiben in die Kommentare. Ich würde gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Ob ihr auch meiner Meinung seid, dass die beiden Sachen zusammengehören oder ob ihr eine ganz andere Meinung seid, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt gerne in die Kommentare unten rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich auch gerne mit dem Creator Code, wenn Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.